Really? Naja, okay. Wenn euch was gebracht hat, dann sagt's mir gerne. Nee, das war das, was ich schon. Geht zur Endsession. War das das, was ich schon mal verkackt habe? Nee, das war's, glaube ich, nicht. Oh, ich habe keine Zeit für eure Kacke hier. Ich muss das eh gleich nochmal machen. Ich weiß nicht, ob das das ist, was ich verkackt habe, wo ich die Person, wo ich den Person helfen sollte. Ich glaube nicht, ne? Das war was anderes gewesen. Aber das kam mir halt, kommt mir halt in dem Punkt bekannt vor, dass das vielleicht die erste, naja, ich sag mal, Nebenmission war, die ich, glaube ich, in Sand gesetzt habe, wo ich dann relativ schnell gestorben bin. Deshalb würde ich ganz ehrlich das gerne mal machen. Okay, ich habe keinen direkten. Doch. Oder nee, war es nicht. Das war ja an einem anderen Ort. Egal, ich mache das jetzt kurz. Und dann suchen wir weiter nach unserem Bruder. Der mit Sicherheit der große böse Feind am Ende ist. Ziemlich sicher. Aber trotzdem dieses Tape. Er hat ja gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir müssen da nicht nochmal uns das anhören, weil ich weiß nicht. Ich finde es. Ich kenne mich ja halt jetzt in der psychologischen Schiene auch nicht wirklich aus, ob das jetzt großartig was bringen soll, ob ihnen das dann Kraft bringen soll oder Stärke. Ihr scheint es, so wie es aussieht, was gegeben zu haben. Sie ist ja da wunderfreudig aus dem Becken, wenn das ein Becken ist, wieder rausgestiegen und fand das die geilste war. Ja, weiß nicht, vielleicht soll das irgendwas mit Selbstmotivation oder irgendeinem Kehricht zu tun haben. So, das heißt also, ich muss die Base hier doch beschützen, oder? Zerstöre Zischer Knoten. Dafür müsste ich die aber erstmal finden, oder? Warte mal. Aber ich bin richtig, oder? Ja, ich bin richtig. Hoffe ich, weil wenn ich jetzt hoch muss. Toll, die sind da oben. Sie trifft von hier aus nicht, ne? Das Ding ist, ich muss ja da irgendwie hochkommen, aber wie? Was ist denn da oben los? Übers Rohr kann ich ja leider nicht, ne? Sie springt ja nicht so hoch. Nee. Okay, hier wäre es vielleicht möglich. Ist auch nicht möglich, hochzukommen. Vielleicht soll ich einfach mal die Treppe nutzen. Aber das bringt mir auch nicht so viel. Ich muss da oben irgendwie hin. Mann, wenn ich das bloß wüsste. Wenn ich jetzt bloß wüsste, wie. Warte. Okay, das ist nicht. Vielleicht obere Etage. Ich sollte vielleicht doch mal lesen, was da wirklich steht. So, jetzt bin ich in der oberen Etage. Jetzt sollte es aber funktionieren, oder? Ich sehe schon, ich habe hier wieder Freunde. Nur vorsichtshalber. Oh, der ist weg. Oh. Silvester! Ich weiß gar nicht, ob ich da aus Versehen schon Knoten gemacht habe. Ich will erstmal bloß die weg haben. Habe ich auf jeden Fall mehr Ruhe. So. Da habe ich doch schon einen. Oh nee, Alter. Nee, ich wollte das Teil dahinter treffen. Solange das nicht weg ist. Sehr schön. Hab ich ihn jetzt? Wow. Aber gar nicht mal so schlecht. Du kommst mal mit mir, falls hier wieder so ein Regenerationsgelump bekommt. Und ich muss jetzt noch die Knoten. Die Knoten. Toll, da oben ist einer. Komme ich hier auch nochmal irgendwie auf die Plattform hoch?
Ernsthaft, ich komme da jetzt nicht auf die Plattform hoch? Ich meine, ich habe noch 16 Minuten, das ist schön und wir müssen, glaube ich, plus 4 zerstören. Da haben wir auf jeden Fall noch einen. Also, du willst mir sagen, ich kann ihn nicht von hier aus treffen? Willst du mich gerade verarschen? Vielleicht ein bisschen mehr Streuung? Oh, Spiel! Hä? Willst du mich verarschen, bloß weil ich... Ich meine, ja, grüß dich und so, ne? Aber ich habe jetzt... Ich suche was anderes. Das kann doch nicht sein, weil ich will ja auch nicht irgendwie runterfallen und außerdem sterben. Warum komme ich denn da oben nicht mehr hin? Da sind sie doch alle. Oder nee, sind sie nicht, aber... So ein... Gibt es hier vielleicht einen Fahrstuhl oder sowas? Das wäre auch mal ganz nice. Ach, ey. Gut, hier hätte ich so oder so hingemusst. Aber müsste dann hier nicht auch irgendwas runtergebrochenes sein, damit ich wenigstens in die Etage wieder höher komme? Und warum kann ich das Ding nicht von hier aus... toll, weil das Ding dazwischen ist. Oh! Weil ohne Mist, sie geht ja hier zum Beispiel... Okay. Jetzt wollen wir erstmal das Ding hier machen, bevor ihr mir erzählen wollt, hier, dass man das von der Seite aus nicht trifft. So, Zischerknoten 1. Naja, nee, das ist so ein Typ. Ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber. Ich versuche halt mitzunehmen, was geht. Oh. Der junge Mann muss Kopfschmerzen haben. Na, von hier aus treffe ich den eh nicht. Oder auch. Okay. Ich habe nichts gesagt. So. 100 Pro da oben noch irgendwo einen Knoten. Mal von hier aus. Ena fehlt noch. Wo soll denn der sein? Hä? Heißt also, das muss auf jeden Fall noch weiter unten sein, oder? Das ist kein Knoten, ne? Das ist ein Feind, oder? Oder ist das ein Knoten? Oh Gott, wie komme ich denn da am besten hin? Ja, ja, mach du da oben mal. Okay, ich wüsste wie, aber... Das geht. Shit. Ich meine, hier komme ich ja auch noch... Ah, warte mal. Das war aber noch eine Ebene weiter runter, ne? Ja. Ah, da haben wir es doch. Schön. Schön, da ist er weg. So. Hat Ewigkeiten gedauert. Entschuldigung. Aber jetzt machen wir uns auf jeden Fall erstmal auf den Weg. Zu Dylan, dem kleinen Drecksack. Mehr haben wir ja nicht, ne? Ne, mehr haben wir nicht. Okay. Im... Doch, verfolgen. Ich brauche halt bloß noch eine Schnellreisestation und dann zur Isolation runter. Ich glaube, da kommen wir am schnellsten über die Forschung hin. Wenn mich nicht alles täuscht. Toll. Einmal Weg umsonst, weil ich kann wahrscheinlich sowieso nicht mehr mitnehmen, ne? Voll. Persönliche Modifikation. Ich würde halt gerne auch einen dritten Slot hier freischalten. Ich wollte ja alle Einser weghauen, ne?
Toll. Das hatte ich, glaube ich. Ah, der geht ganz schnell. Ich weiß, die anderen bringen zwar mehr. Wenn ich die doppelt habe, sollte ich das vielleicht auch machen. Aber ich will ja auch mal wieder einiges sammeln, wenn es geht. So, hier haben wir noch einen Einser. Ich weiß, ich sollte mir vielleicht auch mal durchlesen, was ich da alles habe, aber... 22, 20, dann basteln wir das auch nochmal auseinander, wenn wir es eh schon doppelt haben. Was haben wir hier? Schleuderenergiekosten minus 10, minus 12. Oh, minus 12, minus 10. Haben wir hier noch irgendwas doppelt? Okay, Energieregeneration, Geschwindigkeit 35%. Oh. Okay, dann nehmen wir mal das. Dann können wir nämlich... absolut. Energieschub. Absolut. Was meine ich mit absolut? Egal. Ich meine, damit kann ich aber erstmal schön sammeln. So. Ich wollte eigentlich zu einer Schnellreise. Sorry, ich weiß, wir haben bloß noch eine Viertelstunde, aber das schaffen wir wenigstens. Mit Sicherheit. Das ist wieder so eine Knotendinger? Egal. Okay, eigentlich kann ich doch bestimmt hier... Und das funktioniert. Also ich kann schon weit runterspringen, ohne dass ich Schaden nehme. Hm. So. Ich konnte ja direkt dahin, ne? Logistik, isolierter Bereich. Der Weg dahin wird aber lang werden. Und mit Sicherheit beschwerlich. Mal, ich mach das zwar ungern. Zumindest im LP. Im Livestream ist mir das irgendwie egal, aber weiß nicht, im Let's Play, keine Ahnung warum. Es ist ja nur Strecken, genau wie mal einen Schluck trinken oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch viel zu viel ekelhaften, schlechten Einfluss von Gronkh. Wer weiß, ich gucke den alten Mann, glaube ich, zu viel. Aber. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, dafür, dass ich ja doch von der Länge her jetzt 4 Folgen aufgenommen habe, die eigentlich so lang sind wie 5, freue ich mich doch schon langsam auf Frühstück. Und dann bin ich vielleicht auch ein bisschen besser bei der Sache. Obwohl ich sagen muss, gestern hatte ich ja, wie gesagt, auch die erste große Aufnahmesession. Und da hatte ich ja eher das Problem, dass ich sehr, sehr früh aufgestanden bin, obwohl ich eigentlich relativ ausgeschlafen war. Aber trotzdem ziemlich Matsche im Kopf. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich hier irgendwie rumlatschen kann. Krankenflügel, cool. Da war schon wieder Besuch. Wow. Kann ich den? Ja, den kann ich. Das ist halt mit das geilste Feature eigentlich. Ey, warum kann ich nicht... Und die haben natürlich jetzt... Kann ich immer nur einen? Das Leben. Ah, scheiße. Oh, fuck. Hallo. Scheißwand. Oh, Dreck. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen laut geworden bin. Zumindest sah es gerade so aus, aber ja. Ich finde halt bloß diesen Unterschied zwischen den Dreier-Typen und den Vierer-Typen so krass. Ich weiß zwar nicht, wie hoch das geht. Ich hoffe nicht bis 10, das wäre sonst... Wie ich das hinkriege, weiß ich nicht. Ich würde es gerne so auf der Schwierigkeitsstufe lassen. Und ja, ich müsste mich wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser aufleveln und so, aber... Gut, Energie kann ich sogar, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Machen. Hatte ich die voll? Ich hatte die, glaube ich, nicht ganz voll. Aber ich muss halt vielleicht um ein bisschen mehr üben, mal mit Schutzschild oder so. Weil jetzt kann ich es ja schmeißen, eigentlich das, was ich wollte. Ich habe zwar jetzt den Krankenflügel, aber über den komme ich doch nicht direkt dahin, oder? Security!
Oder doch? Ernsthaft? Weil ich eine Waffe habe oder was? Ey, lass mich mal wieder raus hier. Okay. Ich muss also einen Umweg über den Krankenflügel gehen. Hilft ja alles nicht. Heißt also, ich war schon richtig. Ich meine, ja, schön, dass ich hier noch was aufnehmen kann und bla, ne? Aber... Hä, warum kann ich ihn jetzt nicht mehr? Jetzt kann ich? Upsilö. Das Ding ist, ich würde mir gerne hier einen Kumpel herstellen, aber... Okay, dafür ging es jetzt aber eigentlich. Schwein gehabt. Aber die guten alten Rollstühle sollte man nicht unterschätzen. Ich würde gerade sagen, ich würde mir gerne einen Kumpel herstellen, der mir hilft, aber... Gut, so viel dazu. Ich bringe die ja mit dem zweiten Ding immer gleich um. Aber mir war das jetzt die sicherere Variante. Und hier mal nicht. Bevor ich wieder irgendwas übersehe, wäre nicht das erste Mal. Groß nischt. Level 6. Okay. Vielleicht kriegen wir dir von unserem Bruder. Aber das würde dann ja nicht mit dem zusammenpassen, was ich am Ende von wegen, das wird dann der große böse Feind am Ende sein. Wird wahrscheinlich auch bald wieder voll sein. Ich habe aber keine. Oh. Ich kann sagen, ich habe keine Sicherheitskarte gekriegt, ne? Scheiße, eigentlich wolltet ihr noch für mich gewinnen. Was ist zum Fick? Okay, wir haben wieder eine neue Sorte. Iceman. There's just Tony the Iceman. Oh, warte mal. Warte mal. Nee. Mach mal kein Mist hier. Mach mal kein Mist hier, Kollege. So, nur vorsichtshalber. Vielleicht kriegen wir ja nochmal eine Überraschung. Ich habe ja aber gerade gesehen, dass ich was aufheben kann. Fungusautopsie. Ich gehe mal kurz raus. Fungusautopsie. Forschung. Hätte ja sein können, dass das einfach bloß wieder für die neuen Dinger ist, aber das legt sie sich, glaube ich, automatisch an. Ne? Rituale. Oder war es jetzt bei Schriftverkehr? Carla. Das Ding ist, man merkt das vielleicht, deshalb nehme ich auch ungern über 2 Stunden am Stück auf, weil ich werde dann irgendwann ein bisschen redevoll, besonders wenn man relativ viel vorlesen muss. Ich meine, hier hält sich noch in Grenzen, ne? Aber dann trotzdem mit der Zeit, dass ich dann auch erstmal ein bisschen eine Redepause gerne hätte oder na, erstmal was essen, halt mal wieder klarkommen, ne? Dann geht das eigentlich wieder, wow! Alter, wo kommt... Hallo? Ernsthaft, Spiel? Wo kommen die Viecher jetzt auf einmal her? Sorry. Ich meine, ich möchte meinen Bruder in der Folge noch finden. Das wäre ganz schön. Das wäre echt ganz schön. Aber das war jetzt gerade echt rotzig. Außerdem, die Menge, die da auf immer angestapft ist, wo kam die her? Ich habe die vorher nicht gesehen. Und mich dann gleich bam, 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 bam fährt. Das ist scheiße. Das war so friedlich hier gewesen.
Nein, vielleicht ist das auch unser Begrüßungskomitee, weil ich glaube, wir müssen einen ziemlich krassen Umweg latschen. Jetzt hänge ich schon wieder am Kabel. Ziemlich krassen Umweg latschen, bevor wir da überhaupt hinkommen. Also, naja. Aber ein bisschen Acht auf Granaten. Toll. Ich hätte das ja auch skillen können, dass ich Granaten zurückwerfe, wenn das überhaupt Granaten waren. So. Sicherheitsbüro. Gibt es hier eigentlich auch noch ein anderer Flügel? Nee, ne? Panoptikum ist ja direkt vor uns. Security Check. Da komme ich ja nicht durch. Ernsthaft, die hatte ich schon. Euch hatte ich schon. Warte. Oh, leck mich! Nee, fick dich. Alter, die mit ihrer fucking. Mit dem fucking Granatwerfer jedes Mal. Schon wieder. Außerdem haben die auch noch scheiß Lenkraketen dabei. Was ist das denn? Ja, du, genau du, Arschloch. Schweinger. Gehen ihm die auf den Sack. So. Alles eingesammelt, weiter geht's. Da kam ich nicht durch. Aber wo kamen denn die auf einmal alle her? Das verstehe ich nicht. Vielleicht hätte ich auch hier hinten noch eine Schlüsselkarte 6 finden müssen. Oder hier drüben. Da komme ich nicht durch. Ach, gucke mal einer an. So, ich glaube, bei dem bringt das nicht wirklich, oh, nicht wirklich viel, oder? Ich kann es ja mal ausprobieren. Ah. So, gedrückt halten. So, jetzt. Ne? Weil ich weiß nicht ganz genau, was die machen, außer dass ich da übelste Explosion gesehen habe. Die umzuwandeln bringt der Glühwein rein gar nichts. Oder? Gut, jetzt habe ich ihn. In der Mitte, macht er irgendwas? Ja, habe ich irgendwie nicht das Gefühl. Was machen die Viecher denn? Ich habe das immer noch nicht rausgekriegt. Tschüss. Es ist schon wieder, es ist schon. Alter, was bist du für ein Kackviech? Oh, wenn die das alle können, dann weiß ich, was mich vorhin kalt gemacht hat. Bin ich denn hier überhaupt? Im Krankenflügel, toll. Im Eisbereich. Aber so gut wie das jetzt gesichert war, in Anführungsstrichen, kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier vielleicht noch eine Sechserkarte finden. Da geht's hoch. Ich habe hier aber noch eine andere Tür gesehen. Warte, ich gehe da gleich hoch. Ah, ne, das ist irgendwas wie eine Kältekammer. Außerdem hat das hier so gerade so ein bisschen so ein Feeling wie von Resident Evil. Zumindest vom zweiten Teil. Sicherheitsbüro. Oh, warte mal. Vielleicht habe ich ja hier auch einen Schnellreisepunkt. Das wäre ganz schön. Da könnte ich dann nämlich gleich speichern. Security Panoptikum, genau. Reine Vorsichtsmaßnahme. Oh, toll. Das hat ja wunderbar funktioniert. Ups.
weg. Okay, jetzt kann ich wenigstens dreimal machen, bevor ich aufladen muss. Dann schweben zwar noch ein paar. Ich mach das. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wenn ich überhaupt alle treffe. Ja, so viel dazu. Okay, da unten haben wir noch ein Dokument, das ist sehr schön. So, er muss auch weg. Da oben schwebt noch einer. Ernsthaft. Da, wenn er unbedingt Lautsprecher will. Und die da hinten kriege ich nicht so einfach. Boah, wir waren, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Trotzdem gucken hier in die Büros. Ich weiß, wir sind noch nicht da. Ich würde aber hier liebend gerne echt mal einen Schnellreisepunkt finden. So, jetzt kriege ich. So. Einfach nur, damit wir hier mal in Ruhe gucken können. Oh, Konferenzsaal. Blöd. Na toll. Ich kann es bloß kaputt machen. Ich dachte, ich könnte ja wieder was hören. Wieder ein Bild von uns, natürlich. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich bin ziemlich sicher, ich muss hier die Sicherheitskarte finden. Ich werde das jetzt mal nicht vorlesen. Naja, aus Gründen, ich habe es ja schon erklärt gehabt. Ich werde dann mal nach einer Zeit so ein bisschen. Ja, da ist auch Vorlesen dann nicht mehr schön. Aber ich weiß, hier unten hatte ich noch einen Zettel gehabt. Oh. T-Rex ist der Code der Behörde für Dylan. Seine Zelle wurde geöffnet. Hat es zwischen ihnen gefunden? Bist du bei ihm? Kannst du ihn schützen? Naja, ich weiß nicht, ob der so schützenswert unbedingt ist. Transitkorridor. Blah-Programm. Panoptikum. Okay, ich gebe bloß mal hier ein Shelter. Einfach. Ihr wisst ja, alles mitnehmen, was geht. Und ich weiß, ich habe mit Sicherheit wieder irgendwas übersehen. Was hier rumliegt. Oh. Stimmt, das hatten wir schon länger nicht mehr. Jo, nochmal ein Rätsel zum Ende. Natürlich komme ich hier nicht rein. Mal gucken, was sie jetzt haben. Oh. Oh. Okay, das Zimmer ist verkehrt rum. Hier ist wieder richtig. Also das letzte wahrscheinlich auch wieder verkehrt rum sein. Ich hoffe nicht, ich muss hier irgendwie irgendwas umbasteln. Es ist nur das Bild. Okay. Okay, ich muss ja wieder was merken. So. Go. Hier rum ist es. Richtig rum. Oh. Alles klar. Gut, das war doch relativ einfach. Vielleicht schaffen wir es das doch noch zu unserem Bruderherz. Ich fand diese Einspielung gerade echt nice. Ah ne, wir müssen ja wahrscheinlich wieder erst so eine besondere Ebene. Es ist lange her, seit ich Dylan zuletzt gesehen habe. Ich habe mich gefragt, was für ein Mann er wohl werden würde. War das alles für ihn genauso hart wie für mich? Hier drin war es vielleicht sogar eine Hälfte. Er wird sogar extra ausgeschildert. Ich habe jetzt aber immer noch keine Zwischenreisepunkt gehabt. Das ist ein bisschen doof. Eigentlich wollte ich die Dings nochmal neu starten.
Einfach wegen den Gesprächen. Aber ja, gut, ansonsten muss ich alles nochmal machen. Notfalls oder dann wenigstens eine Folge noch mit dieser, mit diesen schönen Dings verbringen hier, na, mit den Überall werden Lauten. Zellen Gut, aufgebaut. ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Alles ist Zuschauen. Ich mache dann wunderbar. erstmal noch eine kleine Aufnahmepause. Und ja, viel Spaß mit dem komischen Typen hier. Also, bis morgen dann. Ciao, ciao. Oh, hallo. Kann ich irgendwie helfen? Ich bin Jessie, die neue Direktorin. Ich muss da rein. Neue Direktorin? Aha, gut. Okay, hallo. Ich bin Frederick Langston, Leiter des Panoptikons. Das ist gerade keine gute Zeit für eine Tour. Sicher überall, viele Zellen aufgebrochen, Systemausfälle links und rechts. Aber gut, Sie sind die Direktorin. Also gehen wir. Das von Zachariah Trench gegründete Panoptikon ist unser topmodernes Lager für alle gewandelten Objekte, Dafür haben wir Objekte der keine Macht Zeit. und... Mir wurde gesagt, Dylan Faden ist hier. Können Sie mir helfen, ihn zu finden? Faden. Klar. Darling wollte ihn sicher und isoliert haben. Weg von anderen Leuten. Er ist in einer Hochsicherheitszelle oben. Aber wir haben gerade ein dringendes Problem, Ma'am. Ein freies Objekt der Macht sorgt da drinnen für Chaos. Der Bennikoff-Fernseher. Der Hammer, das Ding. Salvador ist mit einem Team rein, aber wir haben seit Stunden nichts von ihnen gehört. Das ist ein Kategorie 5 ODM. Und wenn wir es nicht bald eindämmen, wird es das Panoptikon zerstören. Und wir wollen nicht, dass diese gewandelten Objekte freikommen. Glauben Sie mir. Dylan ist da drin. Öffnen Sie die Tür, Langston. Ich kümmere mich darum. Wenn Sie es sagen, normalerweise sage ich Neuen, Sie sollen nichts anfassen. Also, bitte. Hier, ich öffne die Tür für Sie. Und bitte, Ma'am, nennen Sie mich Frank. Danke, Langston.